Hallo YouTube, hallo Zocker, hallo Euro Truck Simulator Fans. Wir sind hier auf dem Parkplatz, wo wir von der Fähre kamen. Da hatten wir unsere Ruhepause gemacht beim letzten Mal. So, und wir müssen jetzt den Ausgang finden. Wo ist der nur? Ist das der Ausgang? Moment mal. Ich bin irritiert. Da ist der Ausgang, würde ich sagen, oder? Das ist schon... Das da ist schon die Straße. Das andere ist, glaube ich, die Fähreinfahrt. Kann das sein? Ja, wir sind auf dem Weg nach Göteborg. Sofern ich das richtig in Erinnerung habe. Und da sind wir in einer Stunde und 40 Minuten. Boah, die Bremsen, die ziehen ja hier, das ist ja unglaublich. Ich muss gerade mal gucken. Wir müssen mal richtig durchtreten. So, passt. So, die Ampel wird grün. Da vorne haben wir auch eine Ampel. Das ist natürlich Luxus pur hier. So, dann sind wir auf dem Weg nach Göteborg. Wir sind wieder hier oben in, wo sind wir eigentlich? Norwegen? Schweden? Ich weiß gar nicht, was ist Göteborg? Göteborg ist, glaube ich, Norwegen. Kann das sein? Oh, ich glaube, ich habe mein Mikrofon zu niedrig hingehängt heute. Ich muss hier richtig laut reden, damit man mich hört. Und ich bin schon wieder bleifußmäßig unterwegs. Hier ist 50, Freunde. Danach, das ist unglaublich. Ich hab's aber echt raus, ne? Ich bin immer zu schnell. Immer bin ich zu schnell. So, wir fahren 55. Das ist auch so, immer 5 km/h schneller. Das ist so eine Außendienstkrankheit. Also, ich meine, ich werde immer wieder gefragt, erzähl doch mal ein bisschen mehr über den Außendienst. Ich habe da nicht viel zu erzählen, ja? Das ist schwierig, aber... Also wichtig ist, wenn man im Außendienst ist, dass man seinen Führerschein behalten muss. Deshalb sollte man die Verkehrsregeln extrem gut kennen, dass man weiß, was man tun kann und was nicht. Und dass man das ausnutzen kann, sozusagen, das Wissen. Ja, ich hatte zum Beispiel im Außendienst mal einen Unfall, ich war da nicht schuld. Aber die Polizei, die hat das, wie soll ich das sagen, relativ schnell beschlossen, dass ich der einzig Schuldige sein soll. Und dann habe ich denen halt widersprochen. Und dann haben die gesagt, ja gut, dann sie werden hören von uns. Und dann hat man mir ein Schreiben geschickt und dann musste ich dann noch Stellung beziehen. Und was ich wusste, ich habe an dem Unfall eine Teilschuld, aber keine volle Schuld. Und ja, aufgrund halt meines Wissens habe ich dann halt mein Statement geschrieben. Und dann bin ich da mit 40 Euro Bußgeld weggekommen. Ich habe nicht mal einen Punkt gekriegt, soweit ich weiß, damals. Und man muss dazu sagen, das war ein Unfall auf der Autobahn. Ne? Also das war nicht so ohne. Da bin ich auch froh, dass ich mich damals dann nicht schwer verletzt habe. Und dass auch kein anderer da schwer verletzt wurde. War halt eine blöde Situation. Aber die wollten mir da draußen Strick drehen, also... Die hatten mir angedroht, dass ich da irgendwie 2 Monate keinen Führerschein mehr haben sollte. Irgendwie sowas. Sowas wollten die mir da reindrücken. Und da muss man sich halt wehren, ne? Wenn du im Außendienst bist und hast keinen Führerschein, musst du dir einen Fahrer engagieren, der dich dann draußen rumfährt. Sonst kannst du ja kein Geld verdienen. Wie willst du denn auf die Arbeit kommen im Außendienst, wenn du keinen Führerschein hast? Du brauchst einen Fahrer. Ja, irgendwie musst du ja zu deinen Kunden kommen. 2 Monate Urlaub, das macht kein Arbeitgeber mit. Das sind 2 Monate, wo kein Umsatz generiert wird. Da verlierst du deinen Job. Und das sind halt alles so die Sachen, die werden halt häufig nicht mitbedacht. Außendienst ist gut und schön, aber du musst halt auch wissen, was du da draußen tust, sag ich mal. Und du solltest dich wehren können, im Zweifelsfall. So, wir sind auf einer Autobahn oder auf einer Landstraße. Ich weiß nicht, es sieht eher aus wie eine Landstraße, nicht wie eine Autobahn. Da vorne ist irgendwie so ein Kreuz, da müssen wir... Ja, mir hat jemand gesagt, ich muss Blinker setzen, dann lassen die mich rüber. Ich sehe es. Funktioniert hervorragend.
Ja, die Bremsen, die sind von dem hier unheimlich stark. Also ich habe privaten LKW, der hat keinen Retarder. Oder ich habe irgendwas anders eingestellt wie bei dem hier. Auf jeden Fall, dort trittst du halt auf die Bremse und der LKW fährt und fährt und fährt und fährt. Das interessiert den ziemlich wenig. Der hier, der hat einen richtig guten Bremszug. Haben wir eigentlich noch Musik an? Ja, im Hintergrund höre ich noch was. Da ist noch Musik. So, ich glaube, jetzt sind wir auf der Autobahn. Ist aber auch... Wow, was sind denn das immer für Wellen da im Boden? So, sind aber auch nur 80 km/h normalerweise erlaubt. Oh, wir sind auf dem Farbstreifen gefahren. So, und da vorne ist schon Göteborg. War gar nicht mal so weit. Ich weiß nicht, hört man das? Also ich höre es, ich weiß nicht, ob ihr es hört. Wenn du mit dem Rad über die Linie fährst, dann macht das so ein Knattern. So wie halt auch in echt auf der Autobahn. So, Bremse angetippt, um Tempomat auszumachen. Und jetzt lassen wir uns mal ganz rotzefrech hier hochrollen. Ich habe eben keinen blassen Dunst. Ah, okay, jetzt verstehe ich's. So, wir fahren natürlich ab ins Zentrum. Und da vorne kann man schlafen, da ist eine Tankstelle. Waren wir hier schon mal? Das sieht gut erkundet aus. Die Ampel ist eins weiter, wenn ich das richtig sehe. Wir müssen hier ab. So, mal gucken, ob ich das hinkriege. Oh, ich wollte gerade sagen, niemand umfahren. Also das sieht sehr erkundet aus hier. Da vorne ist eine Tankstelle, das ist auch cool, gut zu wissen. Ich glaube, hier können wir mal so richtig intensiv Rast machen. Was kriegen wir eigentlich für den Auftrag? Ich weiß es gar nicht. Da ist ein LKW-Händler, da ist eine Werkstatt. Da kann man auch schlafen. Das ist auch eine Volvo-Werkstatt. Der hat keinen Blinker gesetzt, oder? Doch, hat er. Ich habe es noch nicht gesehen. So, und da müssen wir, glaube ich, rauf auf den Parkplatz, ne? Da, zu Norskin, kann das sein? So, wir holen mal ein bisschen aus, dass wir die Kurve besser kriegen. Jetzt sollen wir hier rumdrehen und da abliefern. Eieiei. Na komm schon. Grüß dich. Wachmann ist da einer rauchen. Wir sind am Fighten hier mit dem LKW, aber ich glaube, ich habe es mittlerweile ganz gut raus, das Rückwärtsfahren im LKW. Könnten noch ein bisschen weiter darüber. Und wir geben ab. So, das war ausgezeichnet. 627 Kilometer in 20,37 Stunden, 226,6 Liter Kraftstoff verbraucht. Bringt uns 22.856 Euro und 940 EP. Das ist doch super. Jetzt haben wir doch ein bisschen Plus. Jetzt könnte man doch rein theoretisch... Ich glaube, das machen wir auch. Firmenmanager, Garagenmanager, Frankfurt,
aufrüsten, kostet nämlich 100.000. Dann können wir 2 Garagenplätze mehr nutzen und wir haben noch 33.000 übrig. Oder aber, was wir natürlich auch machen könnten, es ist vielleicht auch nicht doof, wir könnten mal ein paar Darlehens abzahlen. Wobei, wir können das nicht abzahlen. Da müssten wir komplett alles abzahlen. So viel Kontostand haben wir nicht. Wenn ich alle 3 aufnehme, habe ich 160.000 mehr. Reicht nicht, um den großen Kredit hier abzutilgen. Reicht nicht. Gut, dann expandieren wir. Firmenmanager, wir gehen rein. Garagenmanager. Wir bauen aus die Garage. So, da könnten wir jetzt einiges mehr an Umsatz machen. Ach du lieber Himmel, was ist denn jetzt los? Werden wir jetzt zurückgebeamt? Ja, richtig schöne große Firma hier. Jetzt schon richtig hier mit Bürogebäude. Mit Garagen. Mit einer eigenen Tankstelle dabei. Haben wir auch dabei. 6 Garagenstellplätze sind es insgesamt. Kann das sein? Viel Platz in. Richtig große Firma. So, einziges Problem. Ja, Größe groß. 3 von 5 LKWs. Wir müssen natürlich Profit steigern. Ja, also ich meine, 38% Profit ist jetzt nicht die Welt. Durchschnittlich täglicher Profit 24.000, da geht mehr. Also ich meine, ihr seht es ja, wir sind hier eine voll ausgestattete Garage. Diese Größe soll so viel Einkommen in der Woche bringen. Die Leiste zeigt dir, wie gut sich die Garage schlägt. Also sprich, 300.000 soll sie bringen. Wir haben nur ein Drittel davon, 38%. Jetzt bin ich mal gespannt, wie das Ganze hier weitergeht. Sobald wir wieder Geld haben, kaufen wir LKWs dazu und stellen Leute ein. Und wir gehen jetzt erstmal wieder auf die Karte zurück. Weil ich will mal hier so ein bisschen erkunden, wenn ich ehrlich bin. Oder nehmen wir direkt einen Auftrag an. Ich habe mir übrigens eine neue Art und Weise angewöhnt, Aufträge anzunehmen. Ich gucke nämlich einfach, was haben die denn im Angebot, was sich lohnt. Göteborg Malmöl, das heißt von da oben da runterfahren für 7.000, ist ein bisschen wenig, würde ich sagen. Da hochfahren, na, weiß auch nicht. Da nach Osnabrück fahren für 22.000. Das ist eine Summe, da kommen wir wenigstens mal. Also erstens sind wir eine Zeit lang unterwegs, kommen gut voran. Zweitens haben wir eine gute Summe. Also lohnt sich für uns. Wo kommen wir denn an? Bei Sellplan. Erbsen, 19 Tonnen Erbsen nach Osnabrück. Ja, das hört sich doch ganz gut an. Ich würde sagen, den Auftrag, den nehmen wir. Aha, ich hoffe, ihr seht es auch schon, was ich sehe. Jo, total vorbei. Ich hätte früher umschalten müssen, so. Das gibt einen Volltreffer. So, wir nehmen uns und los geht die Tour. Also doch keine Stadterkundung, denn wir haben ja eigentlich alles erkundet hier, wenn ich das richtig sehe. Also zurück, Marsch, Marsch nach Deutschland. Setzen schon mal einen Blinker. Jetzt kommen da die Autos runtergeschossen. Kommt ein LKW-Kollege runtergeschossen. Vor dem kommen wir raus, der muss mal bremsen. Ich habe ein Problem. Ich finde den Knopf. Da ist er. Für das Kameraumschalten nicht. Ich hatte es jetzt ein bisschen eilig.
wollte noch über die Ampel drüber. Komm, 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 zieh, zieh, zieh. Wieso können wir nicht geradeaus durchfahren? Müsste doch auch gehen. Machen wir auch. Wir fahren geradeaus durch. Weil da kommen wir an der Tankstelle vorbei. Aber ich glaube, wir brauchen gar keinen Sprit. Aber ich will das mal sehen, wie das da aussieht. Ah, da kommen Autos. Ja, ich habe schon wieder den Fehler gemacht. So. Da ich den Kopf auf die Seite nehme, wenn ich da abfahre. So, Lenkrad passt. Sitzt, wackelt, passt, hat Luft. So, hier vorne haben wir, glaube ich, eine Tankstelle. Das haben sie cool gemacht, die Tankstellen so in die Städte zu integrieren. Da könnten wir jetzt praktisch hier, könnten wir tanken. Einfach mal die Kurve geschnitten. So, kommt da einer? Ist da frei? Ne, da kommt einer. Da müssen wir mal vorsichtig fahren. Können wir nicht einfach rausziehen. Ja, aber der zieht hier rein. So, dann sind wir wieder on Tour. Und dann geht's wieder zurück nach Deutschland. Komm hoch den Hügel. Er kommt hoch. Sehr schön. Ja, da merken wir, dass wir 19 oder 18 Tonnen Erbsen hinten drin haben. Das ist schon nicht mehr ganz so leicht. Wenn du da einen Berg hoch willst, gibst Gas. Keine Chance. Da kämpft er erstmal. Gott, was ist das hier für eine Verkehrsführung? Nee, Göteborg, ich bin jetzt echt am Kämpfen, ey. Das ist jetzt, das kann doch nicht wahr sein. Göteborg ist... Müsste eigentlich Norwegen sein normalerweise, oder? Das ist nicht Schweden. Schweden ist... Ah, ich muss jetzt nochmal gucken. Auf der Karte. Schnell gucken. Da sehen wir es nämlich am besten. Nee. Ist Schweden. Göteborg ist Schweden. Wie komme ich da drauf, dass das Norwegen ist? Oslo. Bergen. Kristiansand. Das da ist Norwegen. Und das da ist Schweden. Da ist die Grenze. Kein Plan. Ich weiß es selbst nicht. Ich bin... Da oben ist für mich alles da oben. Sagen wir es mal so. Das ist ein Fehler, ich weiß. Weil da oben ist cool. Ja, also da müsste man eigentlich auch mal hinfahren in Urlaub. Ich war da noch nie. Aber eigentlich müsste ich da mal hinfahren in Urlaub. So, chillige Musik hier. Bisschen leise im Hintergrund die Musik. Also ich habe die irgendwie lauter in Erinnerung. Das sind so mal die leiseren Parts, die wir gerade anstimmen. So, ich weiß nicht, wie die Abfahrt ist. Ich fahre deshalb mal so ein bisschen auf zwei Spuren. Na gut, das geht. Das geht sehr gut. Ja, da sehen wir es auch. Die Abfahrtsschilder. Blau-gelb, Schweden. Uiuiuiui, das hätte böse ausgehen können. Oh, der zieht so gut wie gar nicht. Pull, zieh. Das ist schon Hardcore, das ist echt schon Hardcore.
Wie viel dürfen wir dann? Tempomat mal auf 85 stellen. Ich glaube, wir können da ohne Probleme auch 90 fahren. Wäre auch kein Beinbruch. Aber wir müssen sie erstmal fahren können. Der LKW, der will ja gar nicht. Erst wenn es bergab geht, fängt er an zu beschleunigen. Wenn ich hier sehe, wo ich wohne, wie sich da die LKWs einen Berg hochquälen, also das kann ich schon durchaus nachvollziehen, wenn man das hier so mitkriegt, wenn man da hinten so eine Fracht dran hat. So, 15 Stunden wird es dauern, bis wir ankommen. Wir gucken gerade mal rein. 29 Stunden haben wir Zeit. 7 Stunden bis zur nächsten Pause. Ja gut, wir haben eh Pause, wenn wir die Fähre benutzen. Sonst der Käse eh gegessen. Mal gucken, das sollten wir eigentlich schaffen, oder? Bis zum Fährbahnhof sollten wir kommen. Auf der Fähre machen wir dann eh Pause. Dann sollte auch die Müdigkeit wieder weg sein. Dann sollten wir wieder total frisch und erholt sein. Und dann wird das schon. So, ich habe mal runtergebremst, damit wir hier nicht aus der Kurve fliegen. Oh, das ist schon bös. Wie der sich auch da reinlegt, ey, das ist unglaublich. Wieder so eine komische Abfahrt, ich hasse die. So, da geht's ab zur Fähre. Ja komm, Blinker, geh aus. Das habe ich in meinem Auto gesessen. Das ist kein Scherz. Und wollte beim Scheibenwischer einen Blinker aktivieren. Weil das hier am Lenkrad so ist, dass ich auf der einen Seite blinke und auf der anderen Seite blinke. Aber das ist ja im richtigen Auto alles an einem Hebel. Nur ich habe diese Hebel ja nicht hier bei meinem Lenkrad. Und hab mich da so dran gewöhnt, dass ich beim Auto auch schon kurioserweise anders blinken wollte. Aber was ich auch lustig fand, ich weiß nicht, Fernlicht ist ja normalerweise immer so, ich drücke nach vorne für dauerhaft an und ich ziehe nach hinten für Lichthupe, ne? Und bei meinem Auto, das ist ein Ford, ist es irgendwie anders. Ich habe da drin gehackt, ich habe wirklich eine ganze Zeit lang krampfhaft versucht, irgendwie das Fernlicht anzumachen, ohne nur Lichthupe zu geben. Bis ich dann irgendwann realisiert habe, wie der Hase läuft. So, jetzt bin ich aber gerade am gucken, ey, jetzt mal. Was geht denn hier ab? Wir waren doch eben da, oder? Das ist gesperrt. Da müssen wir abfahren. Da vorne. Ach, da sind wir rausgekommen. Daneben. So, mögliche Fahrziele ist hier rüber. Na irgendwie, wie sind wir denn da hingekommen? Ich bin jetzt gerade am überlegen, wir sind doch von hier unten irgendwie, oder? Ha? Von da unten da hoch. Ich bin gerade verwirrt. Na ist egal. Wir stechen in See. Ui, Ruckel. Wir stechen in See, kommen wieder hier an. Das ist scheiße, wenn du nicht weißt, wo du langfahren musst. So, dann geht's hier raus.
Ist da drüben alles frei? Da ist... Moment mal. Irgendwas stimmt hier nicht. Hier muss ich ab. Wow, das ist aber auch kurios hier. So. Und da vorne müssen wir jetzt darüber. So, aber während wir hier an dieser Ampel stehen, wollte ich gerade sagen, dann wird sie grün. Muss ich mich langsam ein Päuschen einlegen. Too much Aufnahme. Wird sonst zu lang, dann komme ich nicht rum, dann kriege ich nicht alle Videos auf die Platte. Dann fällt was aus. Da habe ich ehrlich gesagt heute keinen Bock drauf. Ich habe es euch ja versprochen. Montag bis Samstag kommt bei mir auch wieder Anno als viertes Video. Nur sonntags habe ich eins weniger gemacht, weil es mir einfach gestern ein bisschen viel wurde. So, wir beschleunigen jetzt hier hoch, versuchen noch über die Ampel drüber zu kommen. So, ich sag aber an dieser Stelle schon mal danke fürs Zuschauen. Hoff, es hat euch wieder ein bisschen Spaß gemacht, hier zuzugucken. Und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal auch wieder dabei, wenn es heißt Nick frei zockt Euro Truck Simulator 2. Wir beschleunigen jetzt hier noch schön hoch. Und ich bin dann langsam mal raus. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal, dann geht's hier weiter. Bye, bye.